die Gebrauchsstrukturen jeweils aufgetaucht sind. Aber wie gesagt, nie patentiert und heute, ja, seit 1950 laufen die überall. Ich glaube, Spanien ist 80%. Ja. Das sind die drei Dokumente von meinem Freund Herrn Marincic. Und zwar, können Sie mal schauen hier, da heißt hier Astrohotel. Der Tesla hätte im Prinzip beim Kaffeetrinken jeweils seine Erfindung gehabt. Hat Prototypen erstellt und fabriziert. Also das ist auch so ein Hotel, also gab es nie so Skizzen, das ist auch bewahrt vom Museum, Sie sehen es da, Museum Belgrad. Und dann später kam es ja zu der Company, das ist das dritte Dokument, das ist ein Logo gewesen, Tesla Electric Lights hieß es dort. Ich hoffe, ich habe damit vergessen, dem Slide da. Ja, Pittsburgh wurde hier auch noch erwähnt, aber das kommt dann später zu sagen. Kommen wir zum nächsten Slide, und zwar würde ich gerne den Wardenclyffe Tower erwähnen. Also wie gesagt, 1901 angefangen zu bauen, war ein Fernmeldeturm, der war 57 Meter hoch, wurde praktisch auf Shoreham, also hier ist New York City, und ein paar Kilometer weiter ist der Tesla Tower. Berühmter Architekt Stanford White war eigentlich dicker Freund von Nick Tesla. Er hat den Turm auch so konzipiert. Heute ist nichts mehr da. Es gibt nur ein Fundament. Derzeit läuft drüben eine große Aktivität, und zwar das Tesla Museum wird jetzt aufgebaut. Man ist mittendrin, das dann später Tower of the People genannt wird. Tesla wollte hier drahtlose Energie verschicken, mit Hilfe seiner Technik, wie sie funktioniert. Wie gesagt, ich bin kein Techniker und kein Physiker, wir sind Promoter, das habe ich noch am Schluss vergessen zu sagen. Also wir sind keine Genies wie einige Schauer, jetzt da ein paar Exponate.